freuen uns heute, dass Dozentinnen und Dozenten aus 14 Nationen tausende Menschen hier Jahr für Jahr angemessen beschulen, dass wir Meisterkurse hier haben, dass wir aber auch Angebote für Schülerinnen und Schüler haben. Das ist hier ein Hort der Kreativität für die Eifel. Der Ort ist angekommen und damit ein fester Bestandteil der Kulturszene des Landes. Kann sich das Gemeinwesen Stadt Heimbach vorstellen, diese ehrwürdige Burg in eine Kunstakademie zu transformieren? Das war von Anfang an darauf gezielt, dass internationale Dozenten das tun, Dozenten, Dozentinnen, weil Kunst nicht mehr lokal, nicht mehr regional, auch nicht national funktioniert, sondern nur noch international. Und mit unseren Dozenten aus 15 Nationen ist das wirklich möglich. Die Internationale Kunstakademie Heimbach haben wir damals gegründet, um ambitionierten Laien die Möglichkeit zu geben, ihre Leidenschaft zu malen, zu bildhauern, zu drucken, ausleben zu können und qualitativen Zugewinn zu haben. Ich bin seit vielen Jahren Dozent für Fotografie und Lichtkunst an der Kunstakademie in Heimbach und freue mich sehr, dass heute so viele Leute gekommen sind zum 10-jährigen Jubiläum und hoffe natürlich sehr für alle Beteiligten, dass es viele Jahre noch so weitergeht. Ja, meine herzlichen Glückwünsche der Internationalen Kunstakademie hier in Heimbach zum 10-jährigen Jubiläum. Beim 5-jährigen bin ich zum ersten Mal hier gewesen, habe mich spontan entschlossen, einen Kurs zu belegen und habe seitdem meine große Leidenschaft für die Malerei entdeckt und stelle mittlerweile tatsächlich weltweit aus. Und ich danke der Internationalen Kunstakademie ganz, ganz herzlich und viele weitere Jahre. Die Eröffnung des sogenannten kleinen Kunstraumes mit Werken von Ottmar Alt sind eines der Highlights der diesjährigen Jubiläumsfestivitäten der Kunstakademie Heimbach. Wir als Rotarbahn haben uns sehr gefreut, dass wir unseren Beitrag leisten konnten, dass der Raum und die Ausstellung realisiert werden und freuen uns besonders, dass die Ausstellungsgegenstände aus dem Ottmar Alt Sprinter langfristig in der Kunstakademie ihrer Heimat im Kreis Düren gefunden haben.